Ja, hallo Sophie, freut mich total, dass wir uns heute treffen und über den Kurs Sprich mit den Entitäten quatschen, der im Dezember stattfindet. Yay. Hallo, liebe Claudia, danke für das coole Gespräch zu, ja, Hex, Hex, was ist Talk to the Entities? Ja, genau. Ja, ich bin schon super aufgeregt, ich freue mich schon mega drauf und einfach auch so. Einfach mehr darüber zu erfahren, so über die geistige Welt, ja, was sind Entitäten, wie kann ich das auch für mich verwenden? Vielleicht kannst du es auch da ein bisschen was drüber erzählen, jetzt schon, was mich da so oder was uns da so erwartet bei dem Kurs. Wie kann man es für sich verwenden? Also ich würde mal so sagen, ihr kriegt in dem Kurs ja ganz, ganz viele Werkzeuge. Und primär geht es ja darum, wie empfange ich überhaupt Entitäten? Und dann geht es natürlich weiter, wie kann ich Entitäten auch klären und wie kann ich mit ihnen kommunizieren und wie kann ich auch mit ihnen kooperieren? Und ja, Kann man wirklich so miteinander arbeiten mit den Entitäten sozusagen? Genau, und eigentlich ist es so wie mit Menschen. Ich finde es sogar manchmal mit Entitäten noch leichter wie mit Menschen. Genau. Ja, also es ist einfach diese schöne Inklusion von der geistigen Welt, ja. Weil ebenso vielleicht sind sich die Leute da draußen irgendwelchen Fremdenergien gewahr. Du kannst es ja auch Fremdenergien nennen. Oder ich habe halt oft diese Phänomene in den Kursen, ja, dass halt in den Häusern, in den Wohnungen sind Menschen und die sagen dann so, ja, irgendwie fühle ich mich unwohl, ich habe immer das Gefühl, da ist jemand oder da ist irgendetwas und ja, also all diese Dinge würde ich mal sagen. Ja, ist das auch so? Also ich habe oft so das Gefühl, dass ich sehr vernebelt bin und wenn ich dann mit den Werkzeugen arbeite, dann wird wieder die Sicht klarer sozusagen. Oder es ist bei mir auch oft ganz so, dass ich dann plötzlich mal denke, oh Gott, ich kann überhaupt nichts mehr oder es sind so ganz negative Gedanken. Und wenn ich dann diese Werkzeuge verwende, dann wird es leichter. Ja, genau so etwas. Also, ja, so diese komischen Gedanken, die wir manchmal haben, wo wir uns total selbst bewerten, das kann ein Gewahrsein tatsächlich sein über Entitäten. Das können Entitäten sein, die dir ganz nett so einflüstern, du bist schlecht und du kannst es nicht und du kannst es nicht und alle anderen können es, nur du nicht. Ja, genau. Also, und das andere, was du gesagt hast, eben mit dem Nebel, das finde ich auch sehr spannend, weil eben, das könnte eines deiner Fähigkeiten sein, die du hast mit Entitäten, also sprich, wie du sie wahrnimmst, dass du sie quasi unter Anführungszeichen siehst. Nur es zeigt sich eben so sehr nebelig und verschwommen. Und Entitäten können tatsächlich eine große Auswirkung haben auf die Augen. Und ich mag das auch immer sehr gerne, also dass wir, wenn wir in der Klasse dann immer so Entitäten klären, das ist eines der Hauptsachen, die mir die Leute dann immer erzählen, wenn ich sie frage, okay, und wie ist es jetzt für euch? Dass mir die Menschen dann sagen, meine Teilnehmer, oh wow, ich habe gerade eine klarere Sicht. Ja, ich finde das voll spannend, weil ich habe persönlich so jetzt kognitiv gesehen mit Entitäten noch nicht wirklich viel am Hut gehabt. Ich kenne das wirklich tatsächlich nur so. Nur manche Menschen nehmen die ja wirklich wahr. Na, die sehen ja auch jemanden am Bett sitzen und so. Und da gibt es ja die schrägsten Stories dazu, ja. Viele sehen das ja auch schon als Kind oder nehmen das wahr und so, ne? Ja, total. Also ich würde mal so sagen, du kannst Entitäten natürlich voll über deinen Körper wahrnehmen. Also ob du sie jetzt siehst, ob du sie hörst, ob du sie fühlst, das mag für jeden anders sein. Und du kannst aber auch einfach nur wahrnehmen und quasi wissen, dass da jemand ist. Ich würde mal sagen, das ist so, was wir in dieser Realität als den sechsten Sinn bezeichnen. Ja. Das ist auch möglich, genau. Und Okay. das ist spannend, weil viele Menschen denken ja so, oh, wenn ich sie nicht sehe, dann habe ich keine Fähigkeiten mit ihnen. Oder wenn ich sie nicht höre, habe ich keine Fähigkeiten mit ihnen. Oder wenn ich eben sie nicht riechen kann oder so, habe ich keine Fähigkeiten damit. Oder wenn ich sie nicht auf meiner Haut fühle. Nur das Ding ist, jeder hat Fähigkeiten mit Entitäten und du kannst eben einfach nur wissen, ohne dass du jetzt einen Beweis dafür hast, okay, es ist irgendwas seltsam. Ich habe das Gefühl, ich bin eben nicht alleine. Ja, auch Ja, und spannend. viele, viele Menschen machen sich ja dann verrückt, ja, und denken, ach Gott, da, die drehen sich um und dann schauen sie so und dann ist da nichts und dann denken sie, ach,
Das habe ich mir eingebildet oder ach, was für ein Unsinn. Und das ist aber genau, das sind genau diese Situationen, die es gilt in Zukunft einzusammeln, wenn man sich mehr mit diesem Thema auseinandersetzen möchte, um einfach sich selbst gewahr zu werden, okay, wow, das ist mein Wissen über Entitäten, ja, und nicht, ich bin irgendwie verrückt oder so. Das finde ich super. Also es schärft doch wirklich die Wahrnehmung, oder? Weil wie oft sagt man über Dinge, ach oh Gott, na das habe ich mir jetzt nur eingebildet und das war sicher nicht so und ah, jetzt wäre ich schon ganz verrückt, oder ja. Es ist eigentlich eine Wahrnehmung, also Schulung von Wahrnehmung auch, oder? Extrem. Also ich finde auch, dass das eines der schönsten Geschenke ist vom Talk to the Entities Kurs, dass es einfach dieser Gewahrseinsbooster ist, dass du dir einfach noch mehr gewahr bist über, ja, über etwas Übersinnlichen auch, ja, etwas, was wir vielleicht nicht immer so greifen können. Und ja, so alleine so, das letzte Mal habe ich eben mit den Leuten aus dem Foundation gesprochen. Ja, es ist so, du weißt, nach dem Foundation-Kurs hast du einfach ein riesiges Gewahrsein über Energien, über die Leute, was mit ihnen vorgeht. Und nach Talk to the Entities ist es einfach noch einmal, ja, dann hast du noch einmal so ein riesiges, expansives Gewahrsein. Und du kriegst natürlich auch Tools, um damit umzugehen, um auch mit der geistigen Welt Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit zu haben. Ja, das glaube ich. Das ist wahrscheinlich auch wie ein Muskel, wirklich zu wissen, wie redet man mit denen oder wie kommuniziert man. Das ist jetzt nicht nur so, wie wir wahrscheinlich kommunizieren, sondern es ist doch was ganz was anderes. Ja, kann ich Ja. mir vorstellen, ja. Oh, das finde ich voll super, weil ich glaube, gerade die Wahrnehmung haben wir ja total verlernt. Ne? Also dauernd sind wir im Außen und fragen jemand anderen. Also ich kenne das ganz stark von mir, aber auch von anderen Leuten. Und ständig bei die anderen, was meinst denn du darüber? Oder als dass wir uns selbst vertrauen, ne? Ja, wir suchen immer so nach den Antworten im Außen oder bei anderen Menschen eben. Wir sind oft so auf der Suche, so sag du mir, was mein Problem ist. Sag du mir, was nimmst du bei mir wahr? Ja? Wir sind ganz oft in dieser Haltung. Und ja, was ist, wenn es das nicht braucht? Und was ist, wenn du eben deinem Wissen vertrauen kannst? Und ja, Talk to the Entities schärft das definitiv, dass du deinem eigenen Wissen vertraust. Ja. Ja, voll genial. Das wäre ja cool. Was erwartet mich oder was wartet uns dann noch so bei dem Kurs? Also es gibt ja auch diesen Intro-Abend, wo man mal reinschnuppern kann, ob das überhaupt was ist. Freitagabend und dann kommt der Kurs und Ja, also ich würde es mal so sagen, der Introabend ist einfach so zum Kennenlernen und der ist einfach auch so da, um alles, alle Energien so zu klären, die irgendwie im Raum sind oder auch so, was meine ich jetzt damit? Also zum Beispiel, viele Menschen denken ja, okay, das ist irgendwie gruselig oder viele Menschen haben manchmal Angst davor oder sie denken, okay, wenn ich die Büchse der Pandora öffne, ja, dann, ja, dann passiert irgendwas Schlimmes. Und dieser Abend ist einfach dazu da, all das mal zu klären. Also es ist wirklich so ein Clearing-Abend über all diese Dinge, die so bei den Teilnehmern hochkommen, über das, was sie vielleicht so auch als Information noch haben wollen und brauchen. Ich gebe ihnen auch ein bisschen Futter für den Verstand, wenn es sein muss. Ja, und die nächsten 2 Tage dann, also was erwartet einen da? Also da machen wir wirklich sehr, sehr viele Übungen und sehr viele Tools. Also der Vormittag ist zum Beispiel, da klären wir noch mehr zum Thema Angst, zu den Ansichten, die wir abgekauft haben über die geistige Welt. Oft ist es ja so, dass eben wir haben irgendwie von unseren Eltern gelernt, das ist was Angsteinflößendes, das ist gruselig, das ist irgendwie ein seltsames und bizarres Thema. Und da machen wir einfach sehr, sehr viele Clearings dazu, um sich wirklich dieser ganzen Kooperation und der Kommunikation mit Entitäten zu öffnen. ja, das sind sicher, also da sind ganz viele Vorstellungen, Bewertungen drauf, ja. Genau, und die schauen wir uns einfach so an. Dann sprechen wir darüber, ja, was ist denn Gewahrsein? So, wir trainieren quasi deine eigene Harry Potter Bibliothek. Ja, also wie nehme ich sie wahr? Wie äußert sich das bei mir, wenn ich Entitäten wahrnehme? Genau, einfach diesen Muskel zu trainieren, gilt es natürlich. Dann machen wir viele Übungen. Ich würde mal sagen, es ist so ähnlich wie eine Meditation, um einfach die geistige Welt zu empfangen. Wir machen Übungen zu, zum Beispiel mit den Teamkameraden, zu
sich zu verbinden. Also wir haben ja ein geistiges Team, jeder hat ein geistiges Team. Teamkameraden, Ja, okay. genau. Also jeder hat ein geistiges Team. Und das finde ich persönlich auch immer total süß. Also einfach dieses, ja, so sich mit seinem geistigen Team zu verbinden und dann halt auch mit diesen ganzen Lichtwesen. Es gibt ja viele, viele beitragende Entitäten, sage ich jetzt mal, die dir beitragen wollen. Und dazu machen wir halt auch so Übungen, wie du dich mit denen mehr connectest und verbindest. Und ja, also es ist irgendwie ein total spannender Kurs. Dann machen wir natürlich so das ganze Thema Kommunikation. Wir sprechen darüber, wie kannst du mit Entitäten noch kooperieren? Wie können sie dir noch mehr in deinem Leben beitragen? Fragen und oh ja, da könnte ich jetzt ewig alles aufzählen. Also all diese Dinge machen wir. Voll spannend, okay. Weiß ich auch, warum es mich da so hinzogen hat, ja. Ja, und ja, ein großer Teil ist halt eben diese ganze Kommunikation. Wir machen Übungen, also so Kommunikationsübungen auch. Und ja, all diese Dinge einfach. Und ich glaube, wir nehmen so die Signifikanz aus dem Ganzen raus, so überall da, wo ja, wir eben auch so Entitäten als Supermächte sehen, die irgendwie viel stärker sind wie wir und über die man glaubt, keine Macht zu haben. Also auch diese ganze Signifikanz Ja. da mal raus aus diesem Thema. Ja, da gibt es auch ganz viel, gell, wenn beherrscht wird und Ja, also, oh, ich bin besetzt oder so. Und das ist Ja. eine Signifikanz, aber man kann es eigentlich ganz, also wenn du selbst das Gefühl hast, okay, das sind einfach Entitäten bei mir und ich weiß nicht, was die von mir wollen oder was die da eigentlich machen, warum ich sie gewählt habe, dass sie da sind, da gibt es ganz, ganz pragmatische Tools, um die einfach loszuwerden. Oh wow, das ist ja voll cool. Da gibt es ja ganz viel dazu, ja. Das mit den Teamkameraden finde ich jetzt überhaupt toll, ne? Ja, Ja. das ist. Ja, und das ist ja auch so ein Faktor, wie soll ich sagen, wir glauben immer so, wir leben immer in so einer isolierten Welt, wo wir irgendwie denken, man ist alleine und wir sind alle voneinander getrennt und das stimmt ja gar nicht. Und gerade so bei diesen ganzen Teamübungen und ja, wie man sich auch mit den Lichtwesen mehr verbindet. Also, da ist es dann sehr schwer zu sagen, man ist alleine da. Keiner ist da und keiner hat mich lieb. Das geht dann gar nicht so. Also das löst sich dann auch gleich mit auf, Das sozusagen, löst sich dann. Ja, genau. ja. Ihr Glaube der Einsamkeit löst sich auch auf. Ja, ich glaube, das kennen ganz viele und das ist ja sowieso eine ganz schräge Geschichte. Da gibt es so viele Menschen und so nah aufeinander und trotzdem hat man das Gefühl, so allein zu sein, ne? Ja. Und das ist, wie du sagst, ich mag das Wort isolierte Welt. Es fühlt sich tatsächlich so an. Und das macht so auf, wenn du sagst, ja, nachdem kann man sich gar nicht mehr allein fühlen, weil es einfach so viel mehr gibt, ja. Ja, und eben dieses so viel mehr ist nicht gruselig oder spooky oder sonst irgendwas. Und was ich so aus meiner eigenen Erfahrung erlebt habe, ist, dass Entitäten zum Beispiel, wenn sie jetzt quasi unbewusst sind, sage ich jetzt mal, und einfach nur so abhängen, also das sind jetzt die unter Anführungszeichen nicht so beitragenden Entitäten, wie dankbar die für einen sind, wenn man sie facilitiert. Und das ist ja das, was du tust im Talk to the Entities oder auch danach. Man Du. kann Entitäten facilitieren. Ja, mit dem Clearing, mit dem Entitäten-Clearing ist es quasi eine Facilitation. Du zeigst ihnen, hey, du hast eine andere Wahl, du kannst was anderes wählen und du musst jetzt nicht in deiner Identität feststecken, die du mitgenommen hast aus einem früheren Leben. Genau, und das ist halt das Schöne und dass die halt auch super dankbar für dich sind, dass du das machst. Und, ja. Ja, die wissen tatsächlich nicht noch, dass sie da sind, gell? Und dann erfahren die so wirklich, okay, halt, ach so, warte mal, mache ich da eigentlich noch? Ja, und das ist ja mit uns auch so. Wir sind auch so da in dieser Welt und irgendwie wissen wir nicht, was machen wir eigentlich? Warum? Was bin ich eigentlich da? Das stimmt, ja. Sind ja Fragen, die wir uns auch stellen oder sagen wir so, ja, das ist so ein Verhalten, dem wir uns gar nicht bewusst sind, ja. Und dann haben wir auch noch Ansichten, wie die Dinge zu sein haben, wie das Leben zu sein hat. Und genauso ist es halt auch mit Entitäten. Die stecken halt auch in ihren
in ihren Definitionen fest und in ihren Ansichten, die sie haben oder eben aus dem früheren Leben mitgenommen haben. Und dann ist es echt so cool, dass man halt mit denen arbeiten kann und sie facilitieren kann. Ja. Ach, spannend. Also für die ist eigentlich auch nicht da, dass sie für uns, nur weil die jetzt nicht so sichtbar sind auf die Art und Weise und keinen Körper haben, heißt nicht, dass die gescheiter sind als wir oder Ja. Ja, und was du dann dadurch machst, ist quasi, du bringst sie ja ins Licht, wenn du es so nennen möchtest. Du gibst ihnen einfach Bewusstsein, dass sie eine andere Wahl haben. Weil ich glaube, einer so dieser Irrglauben da draußen ist ja so, wenn ich sterbe, dann bin ich ja sowieso bewusst. Also alles, was mir nach dem Tod passiert, ist, dass ich bewusst bin. Und das stimmt ja so nicht. Und wenn du jetzt schon kein bewusstes Leben führst oder geführt hast, dann wird das Entität auch nicht unbedingt anders ausschauen. Okay, ja, macht Sinn, ja. Und wie ist das, wenn man dann doch eine, vielleicht ein Talent oder eine Fähigkeit hat, Entitäten zu spüren oder wahrzunehmen? Bin ich dann, also, ich meine, da kommt eh schon ein Nein, ja, aber bin ich dann verpflichtet, die zu facilitieren, nur weil sie da sind, oder kann ich sagen, ich will das gar nicht? Auch wenn ich ein Talent dazu habe, ich will damit eigentlich nichts zu tun haben, oder ist es mit Talent, wie auch mit diesem Talent, dass du dann spannend das damit. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich würde es mal so sagen, wenn du ein Gewahrsein über Entitäten hast, wird sich schwer wegdrücken lassen. Okay. Ich hab's geschmacht. Also eine gute Neuigkeit ist, wenn du dir Entitäten gewahr bist, musst du nicht automatisch was mit ihnen machen. Sprich, du musst sie nicht automatisch facilitieren, du kannst sie facilitieren, ja. Aber das ist etwas, worüber ich dann näher auch in dem Kurs eingehe. Und das, was du ansprichst, ist, wenn du Entitätengewahrsein hast, dann gibt dir der Kurs einfach noch mehr Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit mit der geistigen Welt. Ah, Weil du wirst danke. das Gewahrsein nicht wirklich wegdrücken können. Und ich kenne viele Leute, die diesen Kurs immer so vermieden haben und sich gedacht haben, ach nein, 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 ja, und ach, ich will eben die Büchse der Pandora nicht öffnen, weil ich nehme jetzt schon so viel wahr und wenn ich dann die Büchse der Pandora öffne, dann komme ich überhaupt nicht mehr klar. Totale Überforderung. Aber dafür kriegst du ja die Werkzeuge und ich sag's mal so, und das ist jetzt auch in der physischen Welt so, alles, was wir wegdrücken, jedes Gewahrsein, das wir wegdrücken, das wir irgendwie verstecken vor uns, das kommt immer auf irgendeine Art und Weise zurück und meistens haut uns das dann auf irgendeine Art und Weise nieder. Also sprich jetzt, ob es irgendwas Körperliches ist, ob du irgendwie einen Crash hast, einfach mit dir selber und deinem Leben. Ja. Ja. Ja, cool. Oh, danke für das Gespräch. Das ist ja voll interessant, das ganze Thema noch viel mehr, als ich mir schon eh schon gedacht Ja, vielleicht noch so würde ich gerne darauf eingehen. Die Menschen fragen mich immer so, was ist ihr Outcome von dem Kurs? habe. Und wir haben jetzt eh schon viele Sachen besprochen, ja. Ich würde nur nie so sagen, ja, also deine Krankheit ist dann weg und du erklärst dich dann eben nicht mehr für verrückt und Entitäten können dir jetzt ab sofort Geld bringen und la 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 la. Also wir haben immer so diese logischen Dinge, dieses logische Denken, so was bringt mir jetzt der Kurs? Was ist quasi mein Benefit? Bin ich nachher Ja. reich, weil ich jetzt mit Entitäten kommuniziere oder so. Und ich würde mal sagen, das alles ist ein schöner Nebeneffekt, wenn du generell interessiert bist an Bewusstsein und wenn du interessiert bist, mit der geistigen Welt zu kommunizieren. Aber ich würde es niemals jemandem so als, das ist jetzt der Hauptgrund und deshalb muss ich jetzt einen Kurs machen, mitgeben. Weil es geht um etwas viel, viel Größeres, auch wenn wir am Anfang denken, es geht um unsere persönlichen Befindlichkeiten. Ah, das ist sicher noch eine gute Information, weil ich kenne das auch. Da hat man so die Erwartung, ah, super, mit denen kann ich zusammenarbeiten und dann, da geht schon die Story ab, ne? Ich möchte nicht sagen, dass das Primäre ist, warum du jetzt ein Talk to the Entities wählen solltest, sondern das ist alles ein schöner Nebeneffekt, wenn du eben dich öffnest für die geistige Welt. Nur auch da erwarte nicht von der geistigen Welt, okay, ich öffne mich jetzt dem Thema und dann hoffentlich ist meine Klasse voll und wenn es das nicht ist, dann ist die geistige Welt blöd und dann mache ich das wieder zu. Ja. Okay, das wäre jetzt wirklich viel Erwartung auch an der oben, sozusagen.
Bist Verantwortung, Ja, wieder Verantwortung abgeben eigentlich, ne? und so wie wir es nicht mögen, wenn Menschen Erwartungshaltungen an uns haben, mag es vielleicht die geistige Welt auch nicht unbedingt. Das kann ich nachvollziehen. Ja, das einfach, also einfach dieses Geschenk anzuerkennen, dass Talk to the Entities ist auf so vielen anderen Ebenen als auf den persönlichen Befindlichkeiten. Es ist so viel mehr, wenn man sich der geistigen Welt öffnet, was kaum in Worte zu fassen ist. Das ist definitiv so, ja, gell? Das ist gerade das Thema, das geht doch weit über uns in unsere Vorstellung hinaus und dafür dann Worte auch zu finden, ja. Aber ich würde mal sagen, das ist etwas, was wir ja im Kurs entdecken können. Wir müssen nicht alles jetzt abhandeln. Ah, das stimmt. Das Magst ist. du noch durchgeben, wann wir unseren wunderbaren Kurs haben? Ja, der ist vom 16. bis 18. Dezember, also am 16. ist der Introabend zum Freitag. Und Samstag, Sonntag ist dann der Kurs. Genau, zum Introabend kann man kommen, einfach nur so, just for fun, ohne irgendeine Voraussetzung, wenn du einfach ein bisschen in dieses Thema hineinschnuppern magst. Und die anderen 2 Tage, dazu brauchst du dann einen Basiskurs. Genau, das ist vielleicht wichtig zu sagen. Einfach so als, das ist quasi die Voraussetzung, um bei Talk to the Entities mitzumachen. Was ich persönlich sehr gut finde, weil das Ding ist, es ist ein Entspannungskurs. Um die geistige Welt noch mehr zu empfangen, ist eine Voraussetzung, dass du quasi entspannt bist, ja, oder im Kurs entspannt bist. Und wie wir alle wissen, tragen die Access Bars ja wahnsinnig dazu bei, dass zu unserer Entspannung und dass wir eben nicht so viel im Verstand sind. Das Ja. stimmt, ja. Also es ist einfach dazu da, dass man noch mehr Leichtigkeit hat, die geistige Welt zu empfangen. Genau, wir werden dann den Kurs auch noch in den Kommentaren posten. Und ansonsten findest du aber auch den Kurs immer auf sophiecerny.com/events. Da sind alle meine Kurse und ja, ich freue mich ganz speziell auf den in Mödling. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ja, danke auch, Sophie. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und Gerne. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss. bald.